Herzlich willkommen zum Elfi Highlight. Diesen Sonntag tragen wir unsere Mütter wieder auf Hände. Denn es ist Muttertag. Wir wollten von den Solothurner Söhnen und Töchtern erfahren, wie sie den Tag mit ihrer Mutter feiern. Was haltest du vom Muttertag? Ja, ich denke, es ist eine gute Sache und dann kann man auch mal der Mutter danken. Ja, mal etwa das Gleiche. Es ist eigentlich eine gute Möglichkeit zu danken. Also, ja, ist schon mal wichtig, weil viel ignoriert man das einfach. Von dem her sicher super. Es ist eine gute Möglichkeit, der Mutter mal zu danken, weil das eh zu wenig machen durch das Jahr. Und es ist sicher gut, dass es diesen Tag gibt. Ich finde, es ist ein schöner Tag. Ja, es ist ein schönes Fest, um der Mutter Dankbarkeit zu zeigen. Ja, es ist ein schöner Tag für alle Mütter, dass man Wertschätzung zeigen kann, was sie für einen machen. Ja. Ich finde Muttertag etwas Schönes. Da kann man mal an Mami wieder Merci sagen für die schöne Zeit, die sie immer für einen da ist. Das ist ein schöner Tag für die Mutter zu ehren, so gesagt. Das sehe ich genauso. Ja, ein besonderer Tag für die Mutter oder so. Ja, ich finde es auf jeden Fall etwas Gutes, ja sicher. Ja, ich finde es eigentlich gut, dass dem gedenkt wird, dass Mutter mal einen Ruhetag hat. Also ich finde es eigentlich wichtig, weil man kann seiner Mutter mal zeigen, dass man sie gerne hat. Ja, ich finde es auch ein wichtiger Tag. Ja, es ist einfach so, zu zeigen, dass man die Mami auch gerne hat. Und ja. Was schenkst du deiner Mutter? Wahrscheinlich eine Einladung zum Essen. Das weiss ich jetzt noch nicht, das wird ich dann spontan etwas finden. Auch eine Rose. So eine schöne rote Rose, um meine Liebe zu ihr zu zeigen. Ja, irgendetwas Schönes. Sie hat auch Almfreude. Sie wird Almfreude haben. Ein Foto von den Grosskindern wünscht sie sich. Und Blumen auch noch. Da ich am Muttertag nicht da bin und auf Rom gehe, werde ich ihr etwas aus Rom mitbringen. Eine Kette. Ein Rosenstrauß. Manchmal Blumen, Schokoladen, irgendetwas. Ja, ich habe schon eine so Dings. Wie ein Plakat gemacht mit so vielen Fotos und so. Und ja, ich weiß nicht. Ja, Blumen, genau, ja. Blumen. Aber ich muss sie schicken nach England, ja. Deswegen gebe ich das im Auftrag. Ja, Blumenstrauß. Ich schenke ihr ein Lachen, auf jeden Fall. Und auch Blumen, weil das hat sie gerne, ja. Ich weiß noch nicht, weil meine Mutter wohnt nicht da. Ich schenke ihr Blumen. Ich schaue Monologen, Blumen und etwas Süßes. Wie verbringen Sie den Muttertag? Ich muss leider arbeiten. Ja, so. Und einfach daheim noch. Ja. Vielleicht gemütlich zu Morgen essen, dann gehe ich arbeiten. Wahrscheinlich etwa bis 1 schlafen. Weil es ja Sonntag ist. Ja, vielleicht werde ich da etwas zur Nacht machen, aber das sehe ich dann noch. Mit Pennen und mit nachher aufstehen und mit den Leuten feiern, die bei mir daheim sind, der Mutter. Ja, eigentlich in einem normalen Tag, halt einfach, dass man ein bisschen mehr Wertschätzung der Mutter zeigt als sonst schon. Ich werde sicher meiner Mutter ein SMS schreiben und ja, sie denken. Mit ihr? Mit ihr daheim im Garten. Ja, ich muss auch arbeiten, ich muss arbeiten dann. Ja, ja, wir essen zusammen, ganz natürlich, wie alle anderen im Jahr. Mit meinen Söhnen. Also wenn ich könnte, würde ich mit meiner Mutter verbringen, aber das ist noch nicht sicher. Wir haben ein Restaurant und ich und meine Mutter arbeiten zusammen dort. Also meine Mami und ihre Schwester und meine Grossi, wir feiern alle zusammen ein bisschen feiern. Für was bist du deiner Mutter besonders dankbar? Für die Erziehung vor allem und das, was sie mir mitgegeben hat, was wichtig ist fürs Leben. Ja, sie hat mich auf die Welt gebracht. Das ist alles, ja. Dass sie mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Für alles, was sie für mich macht, dass sie meine Kleider wäscht, dass sie für mich schaut und eigentlich nie, also dass sie eigentlich immer zu mir hält, egal was passiert. Sie hat sehr viel Humor, ja, in allen Lebenslagen. Ja, eigentlich für alles, was sie für mich gemacht hat, immer für mich da war. Wenn ich sie gebraucht habe, war sie immer für mich da, das offene Gesorg. Ja, für alles. Ich bin ihr besonders dankbar, dass sie immer für uns da war, wenn wir sie gebraucht haben. Ja. Dass sie mich auf die Welt gesetzt hat. Ja. Genau. Vor alles. So geduldig. Ja,
alles. Sie ist immer mit mir und so. Wie mein bester Kollege, meine Mutter, ja. Ja, dass sie immer schaut, dass alles da ist. Mir Wäsche macht und alles kocht. Ja, so etwa. Ja, auch eigentlich für alles, was sie so für mich macht. Also sie sieht und auch immer zu mir steht. So. Dass sie mich geboren hat. Und dass sie eigentlich immer für mich da war. Und dass sie mir auch immer hilft, wenn ich etwas habe. Für alles. Ja, sie war immer für mich da, auch in den schwierigen Zeiten. Und hat mir immer auch geholfen bei allem. Was ist das schönste Erlebnis, das du hast mit deiner Mutter verbringen? Ja, jeden Tag. Ja, ich denke, als ich noch bei ihr innen war, ich kann mich zwar noch nicht mehr daran erinnern, aber ja, es muss sicher gemütlich sein, weil ich bin ziemlich lange dort drin war. Ja. Erst für sie kochen, da hat sie Freude gehabt und dann hatte ich auch Freude gehabt. Das war schön. Ich denke, wo meine Töchter geboren sind, ist sie vom Ausland zu mir. Und das war eine schöne Zeit, wo sie klein sind, meine Kinder. Ja. Da könnte ich gar kein bestimmt sagen. Da gibt es jenste Erlebnisse aus der Kindheit und jetzt mit den Grosskindern. Kann ich kein bestimmtes benennen. Schönste Erlebnis? Es fällt mir nichts speziell sein. Also ich bin sehr gerne mit meiner Mutter zusammen, egal welche Zeit und welcher Zeitpunkt. Ja. Ferien mit ihr. Ja, Ferien. Ich konnte schon auch nichts anderes sein. Keine Ahnung, aber wir waren einiges Mal in der Ferien und dort haben wir wirklich zusammen Spass gehabt. Ich weiß gar nicht. Wann war das? Ja, eigentlich immer, wenn ich bei ihr bin, machen wir. Ist eigentlich immer schön bei ihr. Die Hochzeit von ihr und meinem Vater. Also ich weiß nicht, ist eigentlich praktisch alles. Jetzt hast du exklusiv noch die Möglichkeit, deine Mutter zu grüßen und ihren Muttertagswünsche zu übermitteln. Was willst du ihr sagen? Merci Mami, für alles, was du gemacht hast. Bleib so, wie du bist und merci. Hallo Mami, merci vielmals. Ich hoffe, du wirst es nie sehen. Hallo, schönen Muttertag. Geniesse es. Merci Mami, dass du immer für mich schaust und dass du zu mir haltest, egal was passiert. Danke dir. Ja, einfach also ihren ganz schönen Tag wünschen, dass sie weiss, dass der Tag ihr gehört und dass sie mega fest gerne hat. Ja, ich wünsche zum Muttertag alles Gute und ich habe sie mega gern und wünsche mir, dass sie noch lange am Leben bleibt. Hallo Mami, merci für alles, was du für mich gemacht hast. Hatte ich gern. Ich weiss nicht. Hi Mutter. Merci für die schöne Zeit. Hoffe, dir geht es gleich wieder gut. Hatte ich lieb. Also, ich danke meiner Mutter für alles, was sie für mich gemacht hat. Und ich wünsche, sie ist stolz auf mich. Ja, ich danke meiner Mutter für alles, dass sie hat mir auch da unterstützt und so. Ich danke für alles, dass sie vielleicht auch für mich da ist und da, ja. Hoi Mami, merci für alles, gell? Grüß von mir. Sie sind mega gern und dass ich ihr alles Gute wünsche. Also, sie ist das Wichtigste in meinem Leben und ich liebe sie über alles. Ja, ich habe sie mega gerne und sie ist die beste Mami von der ganzen Welt. Das war es vom Elfi Highlight. Wir von Jump TV wünschen allen einen wunderschönen Muttertag und grüßen alle Mütter.